Der verstörende Mandela-Effekt, Folge 12. Heute wird's musikalisch. Ihr kennt doch alle bestimmt den Song We Are The Champions von Green. Das Lied spielt es einfach oft im Radio und es wird auch oft von diversen DJs aufgelegt. Man hat das Lied also überdurchschnittlich oft gehört, weil es auch richtig gut ist. Deshalb hat sich auch das Ende von dem Lied so eingeprägt. Denn da singen sie ja No Time For Losers, 'cause We Are The Champions Of The World. Und dann ist das Lied aus. Ich und viele andere Menschen haben das Of The World ganz am Ende mit so einem fast melancholischen Unterton in Erinnerung. Die Melodie hat er nämlich auch schon ausgesetzt und man hört dann quasi nur noch das Gitarrenende und so ein Of The World in den Vocals. Ich bin mir sicher, dass es immer so gewesen ist. Doch schaut euch mal an, wie das Lied in Wirklichkeit endet. Da, wo die Gitarre ausklingt, war doch immer noch so ein trauriges Of The World und dann war das Lied erst aus. Oder geht es nur mir so? Selbst bei diversen Lyric-Seiten endet es mit Of The World und noch krasser ist, dass das Lied wirklich mehrere scheinbar genauso in Erinnerung haben. Zum Beispiel in der Serie Glee endet es genauso, wie ich es in Erinnerung habe. Und noch krasser fand ich, als Gwen Stefani, James Corden, George Clooney und Julia Roberts das Lied zusammen gesungen haben und alle vier über das falsche Ende schockiert sind. No time for losers, 'cause we are the champions. Of the world. Does he not do it of the world? I always thought he did an Of The World. Crazy. I really should have. That's really rough, man. Bin gespannt, wie ihr das in Erinnerung habt, ob ich diesmal der Einzige bin. Schreibt in die Kommentare und schickt das TikTok unbedingt weiter, um mehr Meinungen einzuholen. Wenn ihr noch mehr euer Leben in Frage stellen wollt, liked und folgt für Folge 13.